Das Coronavirus breitet sich weiter aus. In der am meisten betroffenen Region Wuhan ist auch die Sterblichkeit besonders hoch. Den 12 infizierten Deutschen geht es glücklicherweise gut. Das Coronavirus breitet sich weiter aus. In der am meisten betroffenen Region Wuhan ist auch die Sterblichkeit besonders hoch. Den 12 infizierten Deutschen geht es immerhin gut. Live aus Berlin, die Sat.1 Nachrichten. Guten Abend und willkommen heute unter anderem zu diesen Themen. Lebensgefährlicher Virus. Wieder ist die Zahl der Infizierten und Toten durch das Coronavirus sprunghaft angestiegen. In der besonders betroffenen Region von Wuhan ist auch die Sterblichkeit besonders hoch. In ganz China gibt es mittlerweile mehr als 20.000 Infizierte. Im Rest der Welt bleibt es bisher bei vereinzelten Fällen, Markus Tüxen berichtet. So richtig solche Vorsichtsmaßnahmen sind, so falsch ist es jetzt, sämtliche asiatisch anmutenden Menschen unter Generalverdacht zu stellen. Das geschieht trotzdem zunehmend und geht von schrägen Blicken über Anfeindungen bis hin zu leeren Tischen in asiatischen Restaurants, auch wenn die Ansteckungsgefahr dort nicht größer ist als beim Burgerladen nebenan. Lea Freis dazu. Innenminister Seehofer will bis auf Weiteres an Grenzkontrollen festhalten, dass in den Vorwahlen für die US-Präsidentschaft küren die beiden Parteien ihren jeweiligen Kandidaten. Im Rennen ums Weiße Haus haben die Demokraten allerdings einen Fehlstart hingelegt. Wegen einer Technikpanne gab es noch Stunden nach der Vorwahl in Iowa kein Ergebnis. Während Donald Trump sich schon bei den Republikanern feiern ließ und genüsslich über die Konkurrenz herzog. Sebastian Planthold. 5 Babys vergiftet mit Morphin. Für die Ermittler schien der Fall zunächst klar. Zunächst unser Nachrichtenüberblick. Ein prominenter Grüner sorgte heute für Wirbel, auch in der eigenen Partei. Die Menschheit wächst und die Menschen werden immer älter. Bis 2040 erwartet die Weltgesundheitsorganisation deshalb doppelt so viele Krebserkrankungen pro Jahr wie derzeit. Allerdings hat es jeder ein gutes Stück selbst in der Hand, ob er Krebs bekommt bzw. ob eine Krebserkrankung rechtzeitig erkannt wird. Was zu tun ist, zeigt Max Hermes. Dermaßen reumütige Ermittler wie heute in Ulm erlebt man selten. Es geht um die vergifteten Frühchen im Ulmer Klinikum. Auf einer Pressekonferenz räumten die Beamten nun ein, dass wegen falscher Messergebnisse eine junge Kinderkrankenschwester 4 Tage in Untersuchungshaft verbringen musste. Nach wie vor ist rätselhaft, wie und durch wen die Babys vergiftet wurden, Mick Locher berichtet. Heftige Unwetter sind in den vergangenen Stunden über Deutschland hinweggezogen. Der Dauerregen führte vielerorts zu Hochwasser. In höheren Lagen gingen plötzlich Hagelschauer und Schneemassen nieder. Marco Reinke über ein turbulentes Comeback des Winters. Wurde ja auch Zeit. Georg Haas verspricht außerdem eine Wetterberuhigung und sogar etwas Sonnenschein ist drin. Anschließend geht es bei uns weiter mit Navy CIS. Schönen Abend Ihnen und bis morgen. Tschüss.